Hallo, ich bin Monika Griefahn. Ich freue mich, dass Sie mich auf meiner Sommertour durch den Landkreis Soltau-Fallingbostel begleiten. Menschen mit guten gesellschaftlichen Konzepten habe ich bei meinen Besuchen des Jugendhofs Idingen, Bad Fallingbostel und in der Kindertagesstätte St. Johannes in Soltau getroffen. Zusammen mit dem niedersächsischen SPD-Vorsitzenden Gerald Dühn habe ich in Bispingen den Centerpark besucht. Das Unternehmen gehört zu den wichtigsten Wirtschaftsbetrieben der Region. Wir haben besonders über erneuerbare Energien und Energieeffizienz diskutiert. Die Frage der Energieversorgung könnte für Großprojekte wie diesen überlebenswichtig werden. Und dann aber auch an die Familientradition einer Innovationsverursacher. In Soltau hat Bürgermeister Wilhelm Huhkopf mir den Landschaftspark und die Villa Breidings Garten gezeigt. Es gibt Pläne, dort eine Jugendherberge einziehen zu lassen. Ein Verein zum Erhalt des Landschaftsgartens wurde gegründet. Also der Garten ist inzwischen kartiert und es gibt eben einige Bereiche, die auch als Artenschutzgebiet ausgewiesen sind. Spannend war auch der Besuch der Filzfabrik Gebrüder Röders AG. Dort konnte ich hinter die Kulissen schauen. In einem Bereich der denkmalgeschützten Industrieanlage soll auf Initiative der Stiftung Spiel ein Filzwelterlebniszentrum entstehen. Am Ende des Soltau-Tages ging es noch einmal raus aufs Land, zu einer Allerweltspflanze, die der Landwirt Henning Alvermann aus Woltem in großem Stil anbaut, Brennnesseln. Aus den Fasern der Pflanzen werden zum großen Teil Textilien hergestellt, aber auch Shampoo oder Seife. Die Sommertour gehörte 2008 wieder zu meinen schönsten Aufgaben. Etwas mehr Zeit zu haben als sonst und für die Gespräche mit den Menschen auch die nötige Ruhe. Ich bedanke mich bei allen, die sich Zeit genommen haben, Besuchstipps gegeben haben und die Termine organisiert haben. Schauen Sie sich gerne auch das Video über meine Sommertour im Landkreis Harburg an.